bei Jochen TV Kochshow. Heute habe ich gesagt, wir machen Salat. Wir machen Salat und schönes Baguette wird belegt mit Steaks. Und ich habe was Geiles. Zwiebel. Zwiebel-Chili-Konfitüre. Ja, habe ich nicht selber gemacht. Ich sag euch was so, ich möchte mir euch Gerichte zeigen, wenn ihr unter Stress seid, wenn ihr quasi Freitag wie heute, ja, Jungs kommt bei mir vorbei, hey, ich mache Baguette oder für eure Familie, was, wenn ihr unter Woche Stress hin, ja, und das möchte ich gerne euch Tipps und Tricks und es gibt sehr geiles Nudelsalat anders. Gibt's heute diesen Nudelsalat ohne Nudeln? Mit Nudeln, ja. Mit oder ohne? Mit. Okay. Auch deine Lieblingsnudeln, glaube ich. Ja. Okay, bin ich gespannt. Ja, macht's heute auch oder machst heute auch oder blub blub? Wie, nein, heute machen wir nicht so blub blub. Nur braten. Okay. Ja, wir machen gleich unseren Nudelsalat an. Nudeln? Schleiflernudeln. Mhm, das ist doch dein Liebling, ne? Unter anderem, ja. Den aber auch ein richtiger italienischer Name noch. Fällt mir jetzt aber gerade dort ein. Aber wir schreiben es im Video dann hin. Ja, aber Mayonnaise. Nudelsalat. Ich von gestern habe die Nudeln gekocht. Ich tue ein bisschen Pfeffer. Das ist ein grober Pfeffer, aufpassen nicht so viel. Ein bisschen Salz. Wenn ihr Nudeln abkocht, nie abschrecken, so, die euch empfehlen. Das ist euch überlassen. Ihr habt gestern einmal einen Tag vorher oder einfach morgens abkochen und dann für mittags ca. 2-3 Stunden abkühlen. Ja? Und gut salzen, das war's. Mozzarella rein. Bisschen Senf. Süßer Senf oder saurer Senf? Saurer Senf. Scharfer Senf, meine ich. Oder mittelscharf. Scharf bin ich. Wie oft ja, ist Geschmackssache. Geschmackssache. Und Chili. Das ist sehr wichtig. Kommt mit, nein. Gut, die Senffrage hast du jetzt nicht beantwortet. Ist der jetzt... Mittelscharf. Ganz okay. Normaler, mittelscharfer Senf. Aber man kann auch scharfe oder nicht so scharfe nehmen. Kann man auch machen. Aber ich kann entweder, wenn ihr Beispiel macht, scharfe Senf, dann müsst ihr mit Pfeffer ein bisschen aufpassen. Ihr könnt auch Erbsen rein tun, Mais. Ja. Aber das mache ich heute nicht. Und den tue ich jetzt gleich wieder Kühlschrank reinstellen. Und dann durchziehen lassen. Zucker locker schon gute halbe bis dreiviertel Stunde. Ja. Immer bis eine Stunde bis zwei Stunden die Salate mal, dass es schön durchzieht. Ja, was gegönnt. Aladdin Wunderlampe. Kommt jetzt ein Flaschengeist drauf. Das bin ich. Ein bisschen Öl. Da tun wir unsere Zwiebeln anbraten. Nur anbraten. Ich tue auch Tomate drauf. Die tue ich ganz leicht salzen. Viele fragen, warum? Weil ein bisschen, dass das Fleischsaft aufgesaugt wird. Aber das Fleisch wird dann quasi nicht so viel Salz, wegen die Tomaten sind auch ein bisschen versalzt, dann ein bisschen aufwurzelt. Ich habe immer die Post immer Facebook und ich würde mich freuen. Ich habe mit so Freundin
in Facebook, die schreibt immer gute Kommentare, gute Freundin, ja. Haben wir geschrieben, jeder wegen Beziehung, jeder hat, sagt mir das ein bisschen schwäbisch, jeder hat seinen Deckel. Jeder Frau. Topf findet seinen Deckel. Ja, ich habe ihn gefunden. 4,99 € habe ich gekauft. Jetzt habe ich auch meinen Deckel. Wunderschöner Deckel. Ja. Jetzt suche ich keinen mehr Frau. Spaß, ich suche trotzdem. Ja. Ein bisschen erschöpft sein, aber gute Deckel. Ja. Jeder findet seinen Deckel. Hier habe ich die Tomate geschnitten wie Carpaccio. Die wurde jetzt leicht gesalzen, weil Salz zieht Wasser und dann tun wir quasi Salz. Ihr müsst nicht, aber ein Tipp. So, Gurke schneiden, kommt auch. Salatgurke, sehr gesund. Was hat Salatgurke? Viel Wasser. Wie viel Prozent, weißt du das? 95% hat Wasseranteil und 5% Geschmack. Du hast ca. 30-40% auch Wasser und Blut. Ich habe 50, weil ich fett bin. Das stimmt. Zum Glück wissen die Leute nicht, wie der Kameramann aussieht. Der ist richtig dünn. Wenn der nackig ist, sieht man seine Knochen. Meine Rippe, ja? Ja. Ich bin magersüchtig. Ja, der isst kaum. Nur bei mir. Sparsamer Fuchs. Schwäbischer Sparfuchs halt. Der Schweinehals, das ist hier der Hals von dem Schwein. Ja. Ist fertig. Ja, und ob es gesund ist oder nicht, das könnt jeder selber denken. Vom Ito quasi so dünn, bisschen schneider, mal schneider wie ihr könnt. Und da könnt ihr einfach runterschneiden, wie ihr möchtet. Ja, und wie viel für das Paket, das ist euch überlassen. Wir nehmen unser Schweinehals macht. Wir tun jetzt hier ein bisschen Pfeffer auf Brett. Und dann legen wir das hin. Den Grill habe ich eingeschaltet. Ich habe das ein bisschen plattiert. Ganz dünn. Die bleibt nicht lange. Und ich tue das quasi nur ein bisschen in den Ofen rein auf 50 Grad. 50 bis 60 Grad. Und Leute, es ist gerade Öl teuer. Ich kann euch empfehlen. Nehmen wir den Grill. Ein Trick von mir. Schwäbische Sparfuchstrick. Ich tue jetzt einfach Salz, Pfeffer. Ich kann eine Mischung machen. So.
irgendwie gibt es keine so gescheite Farbe. Ja, immer ein bisschen schön braun. Kommt so ein bisschen in den Ofen rein. Und die sind so schnell. Gar. Ja. So ein bisschen Presse, Dings machen. Der war jetzt circa gute 25 bis halbe Stunde drin. Könnte auch ein bisschen länger. Geschmacklich sehr schön. Nudelsalat ist einfach, ich sag einfach so, jeder macht anders und jeder sagt, oh, Joghurt oder kein Mayonnaise ist fertig, ja, das ist euch überlassen. Würde ich auch nicht wegstreiten. Ich möchte halt einfach euch zeigen, ja, ich habe auch schon mit griechischer gemacht, aber ist nicht so mein Ding. Ich finde halt viel besser mit ein bisschen Mayonnaise, nicht so viel Mayonnaise, aber Hauptsache ein bisschen so. Und seht ihr Leute, ihr könnt auch Mais schneiden, Erbsen schneiden, das ist euch überlassen. Aber ein bisschen gerade Spaß haben, alles wird teurer. Baguette. Ich mache auch Kreuzner. Viele Fragen, warum machst du Kreuzner? Dankeschön, dass jemand das gemacht hat. Macht man auch mit Brot. Aus welchem Grund? Habe ich doch gerade gesagt. Okay, ich wollte dich nur testen. Dankeschön, dass jemand das gemacht hat. So, das tun wir quasi drauf schmieren. Wir machen halt wunderschöne Salatchen. Salat ist sehr gesund. Oder was sagst du dazu? Ja, als würde ich auch sagen, nur ist jeder Salat nicht jedermanns Sache. Wieso? Ja, weil ich zum Beispiel so Blattsalat kann man schon essen, aber das mag ich halt nicht so wie zum Beispiel Kartoffelsalat oder Nudelsalat. Ja, aber heute liebst du das. Wenn du das sagst. Ja, seht ihr? Das Wasser ist ein bisschen ausgelaufen. Instabil. Aber es sieht schon aus wie. Wackelt aber etwas. Anbeißend, oder? Ja. Und seht ihr? Das meine ich. Dann tun wir ein paar Gurken drauf. Und das ist für quasi für eine Vorspeise für eine Person. Ja. Okay. Nein, Spaß. Das ist ca. 5
bis 6 Personen. Mal Böse für Freunde, Männerrunde. Oder auch für die Freundin bestimmt. Ja. Aber ich glaube, die essen zum vegetarisch. Gibt bestimmt auch Frauen, wo sowas mögen. Wir wollen denn niemand ausschließen. Nee. Oder unser Fleisch. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Wollte ich gerade aussagen. Ich bin schon aufgeregt. Außer natürlich für Vegetarier. Da ist das Unwichtigste. Von was? Vom ganzen Essen. Wieso? Vegetarier. Das Fleisch war auch Vegetarier. Okay. Ich habe das selber hochgezogen, das Tier. Okay, na dann. Hey, zieh die doch auch hoch. Ja, das ist Ansichtssache. Kann man so und so sehen. Du fütterst mich jedenfalls. So, und seht ihr, das ist die Flüssigkeit. Und das da tue ich quasi hier einsaugen. Das ist das Geiste. Nicht wegleeren. Seht ihr, wie das aufsaugt? Risiko. Gut. Und das ist. Und das ist sehr wichtig. Oh. Also das ist. Für eine Person ein kleiner Hauptvorspeise. Nein, Spaß, Leute. Das ist für ca. 3 bis 4 Leute. Ja. Nicht denke, ja, wie lange muss ich das eigentlich noch heben? Bald bist du erlöst. Also, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen und vergesst nicht, diesen Kanal und das Video zu liken, teilen und zu abonnieren. Und abschalten.